Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Matthias Kleiner, Präsident der Leibniz-Gemeinschaft. Lieber Herr Felbermayr, Herr Fratscher, Herr Fuß, Herr Grob, Herr Schmidt und Herr Wambach, sehr geehrte, liebe Frau Weidenfeld, die wir Sie ja als geschätzte Moderatorin unseres Leibniz-Wirtschaftsgipfels in den vergangenen Jahren und auch als Gastgeberin unseres Podcasts Tonspur Wissen mit T-Online kennen und schätzen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste zu Hause an den Bildschirmen, liebe Leibnizianerinnen und Leibnizianer, ganz herzlich willkommen zum Leibniz-Wirtschaftsgipfel. Auch heute begrüßen wir Sie online in unseren Online-Gefilden. Und das hat durchaus auch Gutes. Mehr als 1.000 Personen haben sich für unsere heutige Debatte angemeldet. Mehr, als wir uns im Atrium im Berliner Haus der Leibniz-Gemeinschaft hätten beherbergen können. Meine Damen und Herren, es ist nun schon Tradition geworden, dass die Präsidenten von Leibniz-Wirtschaftsforschungsinstituten beim Leibniz-Wirtschaftsgipfel zusammenkommen und gemeinsam drängende Fragen unserer Zeit diskutieren. Bei dem heutigen Gespräch soll es um die ökonomischen Folgen der Pandemie gehen, konkret um die Auswirkungen der Pandemie auf den deutschen Arbeitsmarkt etwa oder den Unternehmensbestand. Zugleich wollen wir schauen, ob es bereits heute dauerhafte Verschiebungen im Welthandel gibt oder sie sichtbar werden. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen kurz unsere Gipfelstürmer des Leibniz-Wirtschaftsgipfels vorzustellen. Marcel Fratscher ist seit 2013 Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin in der Leibniz-Gemeinschaft. Zudem ist er Professor für Makroökonomie und Finanzen an der Humboldt-Universität zu Berlin. Gabriel Felbermayr ist seit März 2019 Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in der Leibniz-Gemeinschaft und Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftspolitik, an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Clemens Fuest ist seit 2016 Präsident am IFO-Institut, dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München und dort auch Direktor des Center for Economic Studies. Reinhard Grob ist seit 2014 Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Christoph Schmidt ist seit 2002 Präsident des RWI, des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Essen und zugleich Professor für Wirtschaftspolitik und angewandte Ökonometrie an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Ruhr-Universität Bochum. Und last but not least, Achim Wambach ist seit April 2016 Präsident des ZEW, des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung Mannheim und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. Sie sehen, heute ist die Crème de la Crème der Wirtschaftsforschung Deutschlands, Europas und ich möchte auch denken, international hier vertreten. Freuen Sie sich auf die Debatte und ich übergebe zur Moderation an Ursula Weidenfeld. Ich bin gespannt und verfolge die Debatte gleich mit großem Interesse. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Kleiner, für die freundliche Einführung und die Vorstellung der Teilnehmer. Ich muss natürlich sofort einen Widerspruch jetzt schon einlegen. Die Crème de la Crème, Herr Kleiner, der deutschen Nationalökonomie ist nicht rein männlich, auch wenn alle Teilnehmer des Podiums heute und des Wirtschaftsgipfels männlich sind. Und nachdem ich das jedes Jahr sage, sage ich es auch dieses Jahr, da müssen Sie mal was tun. Aber damit wollen wir es sein lassen. Ich freue mich sehr, Sie alle hier im Gespräch zu haben. Wir wollen ja reden über die Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft und vor allem über die Frage, wie es jetzt in den nächsten Monaten weitergeht. Herr Fuest, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es heute Morgen Zahlen vom IFO-Institut über Kurzarbeit, gestern über das Geschäftsklima. Wollen Sie einfach kurz sagen, wie optimistisch oder pessimistisch Ihr Panel ist, Ihre Befragten sind und wie es da weitergeht?
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Weidenfeld. Ich freue mich, hier heute dabei zu sein. In der Tat, wir haben heute Zahlen veröffentlicht zur Kurzarbeit. Vom Gesamtbild her, würde ich sagen, ist die wirtschaftliche Erholung, die wir ja im Laufe des letzten Jahres hatten und die überraschend stark war, die ist jetzt doch durch die zweite Infektionswelle und die Lockdown-Maßnahmen so ziemlich zum Stillstand gekommen. Was wir aber nicht haben, das ist ein wirtschaftlicher Absturz, wie wir ihn im letzten Frühjahr hatten. Das ist sozusagen die positive Seite. Das Konjunkturbild ist insgesamt gespalten. Wir sehen eine starke Konjunktur im Bereich Industrie, auch teilweise durch Exporte getrieben und Schwächen natürlich in den besonders betroffenen Sektoren. Unsere Schätzung zur Kurzarbeit, die wir auf der Basis unserer Unternehmensbefragung regelmäßig veröffentlichen, die sagen, wir haben derzeit 2,8 Millionen Menschen, die von Kurzarbeit betroffen sind. Das heißt ja nicht Vollzeit Kurzarbeit, also gar nicht arbeiten, sondern reduzierte Stunden irgendwie. 2,8 Millionen, das ist eine Menge. 8,5% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Und da sieht man das gleiche Bild. Beispielsweise in der Gastronomie sind fast 60% der Beschäftigten von Kurzarbeit betroffen. Wir haben aber auch noch in der Industrie und in anderen Bereichen Kurzarbeit. Das ist eine Entwicklung. Die Kurzarbeit war ja sehr hoch im letzten Sommer und sank dann. Und ähnlich wie in der Konjunktur sehen wir eben auch am Arbeitsmarkt bei diesen Kurzarbeitszahlen, dass wir jetzt eine Seitwärtsbewegung haben. Also die Erholung geht nicht mehr weiter. Das heißt, was fürs Wachstum, Herr Fuest? Das heißt fürs Wachstum auch, dass wir wohl im ersten Quartal nahe bei Null landen. Vielleicht kommt auch ein bisschen was Positives heraus. Wir liegen knapp unter Null, aber ich würde erwarten, wir landen bei Null. Vielleicht noch eine Zahl, die wichtig ist, wenn man sich fragt, wie viel an Wertschöpfung liegt derzeit eigentlich still? Dann sind das nach unseren Schätzungen nur etwa 3%. Ich glaube, die gefühlten Einschränkungen sind größer als das, was wir wirklich haben. Im Grunde ist die größte Belastung derzeit gar nicht mal so sehr im Bereich der Wirtschaft, sondern wohl im Bereich der Schulen und Familien. Okay. Damit müssen wir, glaube ich, gleich dann auch noch mal drüber reden und gleich auch noch mal die Frage stellen, wenn nur 3% brach liegen, wie ist denn der Hebel für den Aufschwung hinterher? Wir haben aber erstmal noch eine Umfrage für Sie, die an diesem Panel teilnehmen, weil Sie zuschauen oder weil Sie sich vielleicht auch, wenn Sie möchten, sehr, sehr gerne über den Chat beteiligen. Wir würden gerne wissen, wie optimistisch Sie sich fühlen, was die Wirtschaft betrifft und was die Konjunktur der nächsten Wochen und Monate betrifft. Und wenn, Herr Rückemann, Sie uns die Frage gerade mal einspielen, dann können Sie bitte abstimmen, wenn Sie möchten. Einfach nur, damit man mal, also Herr Fuest hat ja angesprochen, so ein bisschen diese Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung und möglicherweise der Realität. Und das könnten wir ja nochmal verifizieren mit Ihnen, wenn Sie möchten. Herr Rückemann, wenn Sie schon schließen würden, dann können wir gleich das Ergebnis sehen und Herr Fratscher könnte das vielleicht in seinen Kommentar aufnehmen. Ich sehe noch nichts. Noch kein Ergebnis, aber das kommt jetzt gleich. Ja, gemischt ist immer richtig, aber immerhin 35% optimistisch, mehr als ein Drittel. Herr Fratscher, was fangen Sie damit an? Damit fange ich an, dass einfach sehr viele verunsichert sind. Und Unsicherheit ist das aus einer wirtschaftlichen Perspektive natürlich Gift. Weil Unternehmen brauchen Planungssicherheit und brauchen Möglichkeiten, für die Zukunft zu planen. Und Clemens Fuest hat eben gesagt, eventuell Nullwachstum für das erste Quartal. Wir haben in unseren Prognosen sind da deutlich pessimistischer. Und selbst das zeigt, wie hoch die Unsicherheit ist, auch bei den Prognosen, bei den Wirtschaftsvorhersagen. Und all das, was wir im Augenblick eigentlich machen können in unseren Prognosen, sind Szenarien, sind also Wenn-Dann-Analysen. Und wenn man sich mal letztes Jahr anschaut, wie man von Pessimismus zu Optimismus und wieder zurückgeschwankt ist, befürchte ich, dass wir einfach keine verlässliche Prognose machen können. Meine Sorge gestern zu den Maßnahmen, viele denken jetzt, Lockerung, das ist doch, muss doch gut sein für die Wirtschaft, es muss doch die Wirtschaft bergauf gehen. Meine Sorge ist, dass die Maßnahmen, die wir gestern gesehen haben, sogar langfristig, also über das gesamte Jahr 2021, negativ für die Wirtschaft sein könnten, nämlich dann, wenn eine frühzeitige Lockerung bedeutet, dass eine dritte Welle nicht gestoppt werden kann, dass es dann zu einem Jojo-Effekt kommt mit erneuten Restriktionen und Schließungen
Und damit kann die Wirtschaft natürlich am allerwenigsten umgehen, wenn sie Unternehmer oder Unternehmerin sind, wissen nicht, was mache ich denn jetzt an Einkauf, an Bestellungen, an Investitionen, weil ich einfach nicht weiß, wie es im nächsten halben Jahr weitergeht. Diese Unsicherheit ist extrem negativ und ich glaube, Sie würden sagen, die Gefahr ist seit gestern gestiegen. Also die Unsicherheit ist nicht weg. Und das, was gestern vereinbart wurde, eben schrittweise Lockerung unter bestimmten Bedingungen, ist genau das, was die Wirtschaft nicht gut brauchen kann. Die Politik muss eine Abwägung treffen zwischen Gesundheit, Wirtschaft und Grundrechten. Und aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive befürchte ich, war die Entscheidung gestern fürs gesamte Jahr 2021 eher negativ als positiv, weil es eben die Wahrscheinlichkeit eines Jojo-Effekts erhöht. Herr Felbermayr, Herr Fuß hat uns eben gesagt, dass die Industrie oder dass die Wirtschaft eigentlich bis auf bestimmte Branchen sehr, sehr gut ausgelastet ist. Das trifft ja auch ungefähr das, was Ihr Institut erhebt und erforscht. Sie haben sich vor allem auch mit der Frage der Weltwirtschaft beschäftigt und wie die auf die Konjunktur wirkt. Vielleicht sagen Sie drei Sätze, wie sich da die letzten Entwicklungen ausnehmen. Ja, in der ersten Phase der Pandemie und der Corona-Krise war der Außenhandel eine Bremse. Der ist ja massiv eingebrochen im zweiten Quartal des letzten Jahres, aber seitdem ist er eher wieder eine Stütze. Wir sehen sehr robuste Entwicklungen in Asien, China vor allem, das ja schon letztes Jahr unter den großen Volkswirtschaften die einzige war, die positives Wachstum hatte, aber die heuer in diesem Jahr vermutlich 8% in der Größenordnung Wachstum produzieren wird. Das generiert einen Sog auch nach deutschen Gütern. Wir sehen in den USA eine deutlich aufhellende konjunkturelle Lage. Wenn die Konjunkturrakete des Herrn Biden zündet, dann kann es sogar tendenziell zur Überhitzung kommen. Aber auch das ist für die deutsche Exportwirtschaft eine gute Nachricht. Also die globalen Indikatoren stehen eigentlich doch auf vorsichtige Expansion. Es ist aber natürlich so, dass das für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland eine gute Nachricht ist. Für den Dienstleistungssektor ist die Situation sehr viel gemischter. Der partizipiert nicht an diesen Konjunkturimpulsen aus dem Ausland. Und die sozialen Dienstleister, die tatsächlich ja an den Personen arbeiten müssen, die profitieren schon gar nicht. Deswegen zeigt das nochmal, wie deutlich, wie zweigespalten das Bild ist. Und letzter Punkt noch zur globalen Lage. Auch da ist es so, dass sie sehr zweigespalten ist. Wir haben sehr robustes Wachstum in einigen Regionen und andere Regionen liegen massiv danieder. Häufig sind das vor allem auch die ärmeren Regionen. Wenn wir nach Afrika blicken, sieht die Situation gar nicht gut aus, da sich auch der Welthandel noch nicht erholt, obwohl die Rohstoffpreise anziehen. Und was wir über die Industrieproduktion wissen in Afrika, sieht gar nicht gut aus. Die lagen im Dezember 2020 immer noch um 8-9% unter den Vorjahreswerten. Also auch global eine sehr gespaltene Lage. Denn eigentlich zu befürchten, und das ist ja so das, was man zumindest zu diesem Jahresbeginn großen Kommentaren und Meinungsstücken auch immer gelesen hat, auch von Ihnen und aus Ihren Häusern, dass sich jetzt schon abzeichnet, dass sich die Gewichte in der Weltwirtschaft massiv verschieben, dass Europa in den nächsten Jahren ganz große Probleme haben wird, seinen Stand in der Weltwirtschaft zu verteidigen, während eben China zum Beispiel jetzt schon absehbar nicht nur besser aus der Pandemie kommt, sondern dann eben auch besser in der Weltwirtschaft vorankommt. Was ist denn jetzt? Herr Felbermayr, reden Sie einfach. Wir hören Sie, auch wenn wir Sie nur dunkel sehen. Nee, wir hören ihn auch nicht. Dann warten wir darauf, dass sich Herr Felbermayr wieder einwählt. Und Herr Schmidt, vielleicht mögen Sie da einfach gleich anschließen. Das wäre nett. Ich sage nur noch mal, alle anderen können leider nicht an der Diskussion live teilnehmen. Sie können Ihre Fragen und Bemerkungen in den Chat schreiben und wir nehmen die dann mit hier auf in der Diskussion. Herr Schmidt. Ja, ich glaube, dass das Grundmotiv unserer Diskussion heute wahrscheinlich sein wird, wenn man ein Wort haben möchte, der Zwiespalt. Also die guten und die schlechten Nachrichten, die nebeneinander stehen, vermeintlich unvereinbar. Also ich denke, dass wir uns doch weitgehend viel einiger sind, als man das vor einem Jahr hätte so denken können in der Einschätzung der Lage. Ich wäre auch ein bisschen anderer Meinung als Kollege Fratscher, dass wir so wenig sagen können. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit immer wieder die Erfahrung gemacht, dass temporäre Rückschläge bei Streiks, bei Krankheitswellen in der Vergangenheit immer wieder auch dafür, dass da immer zu erkennen war, dass eine große Rückholtendenz, Aufholtendenz für etwas Ausgebliebenes sich ergeben hat. Von daher diese Idee eines
in irgendeiner Form stilisierten V kam ja nicht so von ungefähr. Wir konnten uns aber wirklich nicht damals vorstellen, wie tief der Einbruch ist. Da gab es viele verschiedene Vorstellungen. Und Herr Fuß hat es ja auch richtig gesagt, die aktuelle Situation, die zweite Welle, die Maßnahmen, haben das wieder gedämpft, was da sich schon an Rückholbewegung ergeben hat. Wir wussten auch, dass es Bereiche gibt, bei denen dieses Aufholen nicht so denkbar ist. Also im Restaurantbereich, der ja jetzt zum Beispiel sehr betroffen ist, kann man nicht so schnell aufholen. Beim Kauf eines Investitionsgutes, bei einer langlebigen Anschaffung ist das eine andere Geschichte. Was wir gelernt haben im vergangenen Frühjahr ist, und das ist sehr positiv, unsere Unternehmen und unser staatliches Handeln sind schon ziemlich gut gewesen. Also in der Hinsicht, dass die Unternehmen sich sehr... Sie meinen, das stimmt jetzt immer noch? Ich denke, wir kommen auf die Probleme ganz ausführlich noch zu sprechen. Ich würde erst mal mit dem Lob anfangen. Also die Unternehmen haben sich sehr, sehr schnell angepasst im Hinblick darauf, wie sie ihre Leistungen erbringen gegenüber den Kunden, wie sie sie schützen, wie sie ihre Belegschaft am Arbeitsplatz, auf der Fabrikgelände schützen und so weiter. Der Staat hat viel Geld in die Hand genommen, um einzugreifen. Da waren wir als ökonomische Disziplin, glaube ich, relativ breit auch in der Unterstützung. Also das sind die positiven Punkte. Aber ich glaube, wir sollten drei Sorgen haben. Drei Ganz Sorgen. Schnell, bitte. Ganz schnell. Das eine ist die große Heterogenität, die schon angesprochen worden ist. Also es gibt Bereiche, die sehr arg da niederliegen, Insolvenzen drohen. Wer wird in Zukunft noch bereit sein, unternehmerisch tätig zu sein, wenn man sieht, was für Risiken das birgt? Das bringt mich zum Zweiten. Ein abgeflachtes Prosperitätswachstum. Ist der Wachstumspfad, den wir gekannt haben, eigentlich überhaupt noch zu erreichen? Und das Dritte und vielleicht das, was uns auch dabei hemmen wird, ihn zu erreichen, wir sehen möglicherweise eine starke gesellschaftliche Polarisierung. Gewinner und Verlierer waren ja durchaus nicht die Einkommensschwachen und Einkommensstarken, sondern die, die von der Pandemie stark betroffen und weniger stark betroffen waren. Also Rentner, Beamte im öffentlichen Dienst waren nicht so stark betroffen, was ihre Einkommenssituation angeht. Und never waste a good crisis, sagen viele, und führen ihre ideologischen Kämpfe fort, die sie ohnehin schon immer gerne führen wollten. Das hilft uns nicht so richtig weiter. Klar, vielen Dank. Herr Kropp, vielleicht mögen Sie, wir haben die erste Frage von Herrn Brandt, der unbedingt gerne wissen möchte, wie sich denn all das, was wir jetzt gehört haben, auf die Inflationsgefahr und auf die Finanzmärkte auswirkt. Ja, ich meine, im Moment ist die Inflationsrate noch immer niedrig, auch wenn sie im Januar etwas höher war, hauptsächlich aufgrund der Mehrwertsteuerwiedererhöhung und anderer Faktoren. Die Frage ist eben, ob diese aufgestaute Konsumlust, also wir wissen ja, dass die Leute ihre Ersparnisse deutlich erhöht haben in der Krise. Und wir wissen auch, dass das nicht war, weil sie Angst hatten vor der Zukunft, also dass sie Angst hatten vor unten, vor Arbeitslosigkeit oder anderen wirtschaftlichen Faktoren, sondern dass es war, weil sie eben nicht konsumieren konnten. Also sie konnten eben nicht ins Restaurant gehen oder eine Urlaubsreise antreten. Und jetzt, Herr Schmidt hat es schon erwähnt, ist die Frage, inwieweit jetzt die Leute da aufholen. Also wie weit rennen die Leute jetzt, wenn es wieder möglich ist, ins Restaurant oder machen mehr Reisen oder teurere Reisen? Und inwieweit ist das Angebot in der Lage, diese Nachfrage kurzfristig zu befriedigen? Und da kann es tatsächlich sein, dass wir kurzfristig inflationäre Effekte sehen werden. Einfach. Aber Sie meinen langfristig, also die Frage, wirkt die Pandemie insgesamt auf den deflationären Trend umkehrend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben? Da würden Sie sagen, es wird keine Trendwende geben? Also ich denke, es wird kurzfristige Effekte geben, inwieweit langfristig die Inflation wieder in normale, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Höhen steigen wird. Ich glaube, da ist es zu früh, darüber viel zu sagen. Im Moment denke ich mal, dass es meine Meinung wäre, dass das nicht so ist, sondern dass wir nur kurzfristig einen inflationären Druck sehen werden, der kurzfristig zu höheren Preisen zum Teil führen wird, aber nicht zu einer langfristigen Erhöhung der Inflationsrate oder zu einem sich selbst verstärkenden Inflationsprozess, wo eben immer höhere Inflationsraten stattfinden würden, wovor wir vielleicht am meisten Angst haben sollten. Das werden wir gleich auch noch mal vertiefen. Herr Wambach, Sie sind der Wettbewerbsexperte von uns und wir haben auch eine Frage jetzt schon zum Thema Wettbewerb. Und wenn Sie möchten, nehmen Sie die doch vielleicht gleich mit in Ihr Statement. Herr Teuxdorf möchte nämlich gerne wissen, wie sich der Wettbewerbsprozess
bei den Impfherstellern entwickelt? Also wie hat man auf der einen Seite zu tun mit den staatlichen Bestellungen, die es jetzt schon gibt, und auf der anderen Seite sieht man ja, dass eben immer mehr Vakzine zugelassen werden von immer mehr Anbietern. Wie wird sich da der Prozess sortieren? Ja, gehe ich sofort auf einen, vielleicht einen Schritt noch zurück. Sehr gerne. Wir befragen ja regelmäßig die Finanzmarktexperten, wie die Perspektive ist. Und die sind sehr optimistisch. Die Februar-Umfrage ist nochmal hochgegangen. Und ich glaube, das beschreibt auch so ein bisschen die Situation. Die Lage ist schlecht, die Erwartung ist eigentlich recht gut. Gabriel Felbermayr hat erwähnt, wie es in USA und China aussieht. Unsere Exportwirtschaft profitiert davon sehr stark. Und die Finanzmarktexperten, Inflationserwartung haben sie auch, aber auch noch im grünen Bereich, 1,5 bis 1,7 die Inflation. Also das ist auch machbar. Sie haben bei zwei Branchen, sind sie etwas skeptisch in 6 Monaten. Das ist der Bankensektor, und dann kommen wir nachher vielleicht drauf, wenn wir über Insolvenzen reden, und den Versicherungsbereich. Und bis dahin, also heute ist die Lage schlecht, in 6 Monaten ist die Erwartung eigentlich recht optimistisch. Der Weg dahin, da kann man halt viel falsch machen. Ja? Und was sind die Risiken auf dem Weg? Das eine ist, wie kriegen wir den Ausstieg aus den Förderprogrammen hin? Da reden wir auch über Insolvenzen der Unternehmen, dass die nicht zu früh in Insolvenz gehen, aber auch nicht zu lange diese Förderung mittragen. Also der Schlagwort ist da diese Zombie-Unternehmen. Und das Zweite ist aber, und das ist jetzt hier angesprochen worden, jetzt kommt auch auf die Frage, das ist die dritte Welle. Können wir das auch versemmeln, den Weg, den wir da anstreben? Und da spielt... Ja, also das ist eine Baustelle. Der Wettbewerb war ja eigentlich beeindruckend, wie gut der bei der Impfstoffentwicklung funktioniert hat, der Wettbewerb. Also das, ich finde, das ist immer noch das Lehrbuchbeispiel, ja. Also wie toll es bei der Entwicklung gab, bei der Produktion nicht. Die Regierung hat jetzt einen Krisenstab dafür eingerichtet, sehr spät, ja, das hätten wir auch früher sehen können. Und wir sehen leider auch bei dem Testbereich sehen wir eigentlich erst eine sehr, sehr späte Reaktion. Also ich weiß, wir hatten im letzten Jahr gab es ein Buch, das die Pandemic Information Gap, dass man die ganze Krise als Informationsproblem sehen sollte. Wenn jeder, der den Virus hat, ein V auf der Stirn hätte, hätten wir überhaupt keine Wirtschaftsproblematik, ja, weil man die erkennen könnte, die Person. Ja, das ist, aber das sieht man natürlich nicht. Deswegen spielt aber Impfen und Teststrategie eine ganz wichtige Rolle. Und da kommen wir erst jetzt in die Pötte sozusagen. Deswegen, also das ist ein Risiko, dass wir haben, dass wir mit uns führen, wie wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sozusagen den Weg von der jetzigen Lage, wo wir alle übereinstimmen wollen, die ist nicht sozusagen, die ist nicht rosig, aber halt die Erwartung auf das dritte und vierte Quartal, das ist schon sehr optimistisch, und wir müssen den Weg umsteuern. Eine Rückfrage noch zu Ihrer Bemerkung zu den Finanzmärkten. Sie sagen, die sehen alle super aus. Sehen die denn super aus, weil die Erwartungen super sind, oder sehen die super aus, weil es keine Alternativen gibt? Also weil man eben einfach Geld im Moment nur da anlegen kann, eben in den Immobilienmärkten, dazu haben wir auch eine Frage, oder im Aktienmarkt, weil der Rest eben einfach nichts bringt. Wenn wir fragen die Finanzmarktexperten zur konjunkturellen Lage, also wie ihre Einschätzung der Wirtschaft ist, also hier reden wir tatsächlich Optimismus gegenüber der Wirtschaftsleistung, wir fragen auch nach den verschiedenen Sektoren. Okay, aber es geht nicht direkt um... Genau, das andere ist die Finanzanlage sozusagen, da ist ja auch erstaunlich, dass die so gut dasteht, aber das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir viel Liquidität im Markt haben. Gucken wir nochmal, vielleicht Herr Gropp, mögen Sie da nochmal 2 Sätze dazu sagen, weil wir ja tatsächlich eben, oder die Bundesbank warnt vor einer Blasenbildung, ich glaube die Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel tut es auch. Sind wir schon so weit, dass wir eben an den Märkten Blasen sehen, die gefährlich werden können? Ich über Blasen was sage, vielleicht ganz kurz zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf das Finanzsystem. Ich meine, das hängt natürlich sehr stark davon ab, inwieweit sich diese im Moment noch erstaunlich niedrige Insolvenzsituation verändert. Also werden wir wirklich jetzt in den nächsten Monaten einen starken Anstieg der Insolvenzen erleben, wenn das so wäre? Und dazu haben wir eine Studie gemacht. Wäre es tatsächlich so, dass viele Banken in Deutschland relativ große Probleme bekommen könnten? Herr Gropp, dann sagen Sie doch einfach mal, was in der Studie steht. Weil, ich meine, man kann natürlich immer fragen, wenn das so wäre, aber es wird ja so sein. Es wird ja einen nachholenden Effekt von Insolvenzen geben, einfach schon allein durch die Tatsache, dass wir seit letztem April eigentlich gar keine mehr gesehen haben oder kaum welche. Ja, also Insolvenzen sind weiterhin auf einem doch historisch niedrigen Niveau, deutlich niedriger als letztes Jahr.
Und die Frage ist eben, inwieweit die jetzt beschlossenen Entspannung der Lockdown-Maßnahmen tatsächlich eine positive Wirtschaft entfalten können in den entsprechenden Teilen der Wirtschaft, die besonders betroffen sind, also insbesondere der Dienstleistungssektor, Tourismusbranche und so weiter. Und da ist es vielleicht eher ein gemischtes Bild. Also ich rechne persönlich oder wir am Institut rechnen im Moment tatsächlich nicht mehr mit einer Insolvenzwelle unter der Voraussetzung, dass die Hilfen, die die Bundesregierung nur sehr zögerlich im Moment leider auszahlt, dass diese Hilfen tatsächlich irgendwann mal bei den Leuten ankommen. Ich glaube, dass wir tatsächlich dann eine Insolvenzwelle vermeiden könnten. Und wenn wir eine Insolvenzwelle vermeiden, dann ist es so, dass ich nicht denke, dass die Banken, auch gerade deshalb, weil sie eben vor der Krise relativ gut aufgestellt waren, was ihre Eigenkapitalausstattung angeht und andere Faktoren, Liquidität, dass sie sehr große Schwierigkeiten bekommen könnten. Wenn überhaupt, dann eher kleinere Banken als größere Banken. Und ist noch letzter Satz vielleicht, es ist insofern von entscheidender Bedeutung, ob die Banken tatsächlich sich mit einer Insolvenzwelle, also sehr vielen Ausfällen, Kreditausfällen auseinandersetzen müssen, einfach deshalb, weil die Erholung nach der Corona-Krise natürlich von der Fähigkeit der Banken abhängt, Kredite zu vergeben. Und wenn sie in Schwierigkeiten sind, tun sie das nicht. Das wissen wir von der Finanzkrise von vor 10 Jahren. Und insofern können wir hoffen, dass die Insolvenzwelle ausbleibt. Also wenn man einen Strich drunter macht, würden Sie sagen, weil auch da die Aussichten gar nicht so schlecht sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, sind die Finanzmärkte im Moment nicht überbewertet? Ja, ich meine, wir sind immer notorisch schlecht darin, jetzt Blasen zu erkennen. Meistens wissen wir es erst hinterher, dass es eine war. Ich würde im Moment wahrscheinlich Aktienmärkte für deutlich hoch, sehr hoch bewertet ansehen. Eigentlich bin ich kein Anlageberater und würde jetzt nicht sagen, wir sollten keine Aktien mehr kaufen, da sollten wir auch sehr vorsichtig sein. Ich denke, die großen Risiken für die wirtschaftliche Erholung werden nicht vom Aktienmarkt kommen, die werden auch nicht vom Immobilienmarkt kommen, sondern eher vom Dienstleistungssektor, wenn überhaupt. Und da, glaube ich, ist die letzte Messe noch nicht gelesen. Da müssen wir noch sehen, wie sich die Insolvenzzahlen weiterentwickeln. Herr Schmidt, mögen Sie das kommentieren? Teilen Sie diese doch sehr moderat optimistische Auffassung, dass, und das muss man ja dann auch wahrscheinlich konzidieren, dass durch die staatlichen Eingriffe in den Markt in den letzten 12 Monaten im Grunde halt sowas wie eine normale Insolvenzentwicklung plus Krise verhindert worden ist oder verhindert werden konnte? Also Verhalten optimistische Einschätzung würde ich auf jeden Fall teilen. Aber der Ball, den sozusagen Herr Grob und vorher Herr Wambach rübergespielt haben, den kann man sehr gut retournieren oder aufgreifen zumindest. In der Tat habe ich ja selbst mit einem Lob angefangen und Sie hatten ein bisschen verwundert gefragt, gibt es denn da auch Tadel? Den gibt es insofern, als wir, glaube ich, gemerkt haben, dass wenn eine Krise dieser Art länger anhält, dass wir dann bitter dafür bezahlen, was wir in der Vergangenheit versäumt haben. Also in den ersten Monaten der Pandemie mit einem harten Lockdown dafür zu sorgen, dass die Infektionszahlen runtergehen, dass sich alle sortieren können und gleichzeitig Stützungsmaßnahmen zu implementieren, das war gut. Aber wir hätten uns natürlich besser vorbereiten müssen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja? Im Sommer hat keiner von uns, glaube ich, gesagt, übrigens, die EU sollte, wenn sie dann an die Impfbestellung geht, sollte bitte vorsichtig sein, auch hinreichend viel zu bestellen. Das war gar nicht auf dem Schirm. Also insofern, ein Nachkarten wäre da nicht richtig. Aber trotzdem haben wir gemerkt, die fehlende Digitalisierung unseres staatlichen Handelns, die fehlende Bereitschaft, Daten zu verknüpfen, ist uns teuer zu stehen gekommen. Wir haben damals gesagt, ich glaube, alle von uns werden es gesagt haben, wir haben es definitiv am RWI gesagt, was wir machen müssten, ist eine Teststrategie entwerfen, Testkapazitäten ausbauen. Wir brauchen elektronische Lösungen. Damit haben wir dann nicht gedacht an eine Corona-App, wie sie im Endeffekt dann zustande gekommen ist. Wir müssen irgendwann in der Lage sein, zu differenzieren und mit lokalen Lösungen bei niedriger Infektionsrate das normale Leben möglich zu machen. Und daran haben wir nicht genügend gearbeitet. Die nächste Pandemie oder die nächste große Krise kommt ja irgendwann.
Das soll für uns, glaube ich, dann schon ein Weckruf sein. Ach, Trost, Herr Schmidt, dass wir uns erst dann in der nächsten Pandemie richtig verhalten werden, auch was unsere Daten betrifft und was da werden wir besser sein. Das heißt ja nicht, dass das jetzt alles toll ist und wir sollen einfach glücklich sein, dass wir noch da sind. Das meine ich nicht. Aber ich meine schon, dass das auch ein Nutzen sein kann, durch eine harte Krise zu gehen, wenn eine vielleicht noch härtere Krise irgendwann mal kommt. Vielen Dank, Herr Schmidt. Ich möchte nur ganz kurz einen Satz zum Chat sagen. Ich bin total froh, dass Sie sich so lebhaft beteiligen, muss aber darauf hinweisen, dass wir natürlich hier nicht die Frage beantworten können, wann die November- und Dezemberhilfen kommen. Also ich glaube, das, was Ökonomen dazu sagen können, dass es eben ein Risiko gibt für die Konjunktur und den Wiederaufschwung, das vor allem aus dem Dienstleistungssektor kommt. Und Herr Grob hat ja darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, dass die Unternehmen jetzt auch finanziert und refinanziert werden, damit sie eben möglicherweise eine Insolvenzwelle vermeiden können und anschließend eben auch möglicherweise sehr vorsichtiges Verhalten der Banken verhindern können. Ich glaube, viel, viel mehr können wir zu dem Thema nicht sagen. Ich bitte da um Entschuldigung, aber wir werden versuchen, natürlich die Befindlichkeiten und eben auch die besondere Situation der Dienstleistungsunternehmen nachher noch intensiver zu betrachten. Aber Herr Fuß, wenn ich das richtig gesehen habe, haben Sie sich gemeldet. Und wir haben vielleicht für Sie auch noch eine zusätzliche Frage, weil, Herr Wambach, Sie sind danach sofort dran und Herr Fratscher, Sie auch. Wir haben noch eine zusätzliche Frage, weil natürlich weil sich viele Menschen sorgen um die Frage, was eigentlich mit den Kindern, Jugendlichen und Studenten passiert, die jetzt so viel Zeit in ihrer Ausbildung verlieren und dann möglicherweise zurückfallen, nicht besonders gut ausgebildet auf den Arbeitsmarkt kommen. Ihr Institut hat dazu die ein oder andere Studie schon gemacht und da sind die Aussichten nicht rosig. Also wenn Sie das, was Sie ohnehin sagen wollten, vielleicht bitte mit der Frage verbinden würden, wäre ich sehr dankbar. Ja, vielen herzlichen Dank. Es muss ein Zucken der Hand gewesen sein. Ich habe mich gar nicht gemeldet, aber... Ach so, dann gehen wir sofort weiter, Herr Fuß. Gar kein Problem. Nein. Die Frage greife ich gerne auf. In der Tat, ich hatte ja eingangs gesagt, wenn man heute fragen würde, wer ist derzeit im Lockdown eigentlich am stärksten belastet? Wo haben wir die größten Wertschöpfungsverluste? Da kann man sicherlich sagen, im Bereich der Ausbildung. Es gibt viele auch sehr gute Studien, die, glaube ich, überzeugend darlegen, dass ausfallende Schule, also schon 3 Monate ausfallende Schulen, massive, messbare, langfristige Auswirkungen haben auf das Lebenszeiteinkommen. Und da geht es um Beträge, die übersteigen die schon sehr hohen Beträge, die wir haben an kurzfristigem Ausfall an Wertschöpfung. Also der kurzfristige Ausfall an Wertschöpfung, der liegt so bei 3 Milliarden etwa pro Woche. Aber diese Kosten gehen wohl weit darüber hinaus. Insofern ist es schon essentiell, dass wir nicht vergessen, dass wir die Schulen öffnen müssen. Und ich muss sagen, wenn wir uns die Beschlüsse anschauen von gestern nochmal, da wird also mit Hingabe diskutiert, zum Beispiel, ob wir jetzt Flugschulen und Fahrschulen öffnen, aber es wird deutlich weniger Energie gesetzt in die Frage, wie können wir sicherstellen, insbesondere auch durch Tests, dass wir die Schulen insgesamt sicher öffnen. Und in den letzten Monaten war es ja noch viel gravierender. Also da hatte man auch den Eindruck, dass Friseure, die wichtig sind und die hart getroffen sind von der Pandemie, dass die aber mindestens so wichtig sind wie die Schulen. Da habe ich den Eindruck, da herrscht ein gewisses Missverhältnis. Klar ist das letztlich eine politische Entscheidung, wo man die Lasten hinlegt. Aber vom rein ökonomischen Standpunkt, wenn wir uns nüchtern die Frage stellen, auf welche Art von Welt laufen wir denn eigentlich zu nach der Krise, dann können wir uns, glaube ich, schnell einigen, das wird eine Welt sein, in der es wichtig ist, gut ausgebildet zu sein. Und die Spannung, die wir schon haben in der Wirtschaft zwischen gut Ausgebildeten und weniger gut Ausgebildeten, die werden sich verschärfen. Deshalb denke ich, Priorität bei Öffnungen müssen wirklich die Schulen. Ja. Und was machen wir, Herr Fuß, mit dem, was noch nicht, also was schon versäumt ist? Ich meine, wir haben ja eben nicht nur die Frage, was passiert, also machen die Schulen vor oder nach den Osterferien auf, sondern wir wissen ja, dass sehr, sehr viel Zeit versäumt worden ist. Herr Wößmann aus Ihrem Institut hat aufgeschrieben, welche Folgen das hat. Wie kann man das denn heilen oder zumindest halbwegs wieder aufholen, das, was jetzt versäumt ist, um eben nicht um Kinder und Lehrer und Schüler zu bestrafen, sondern um dafür zu sorgen, dass die später in ihrem Leben eben das Potenzial und das Einkommen haben können, das sie haben, das sie verdienen. Ich fürchte, die nüchterne Antwort lautet, das werden wir gar nicht ausgleichen können. Wir werden einen Teil aufholen können, wenn wir uns engagieren. Und da muss man eben Programme für
Kinder aus bildungsfernen Haushalten auflegen, die sind eben besonders getroffen. Das kann man auch sehr deutlich zeigen in Untersuchungen in dieser Pandemie. Wir sollten außerdem, meine ich, darüber nachdenken, ob wir nicht zum Beispiel Ferien verkürzen. Das ist nicht so sonderlich populär, aber das wäre eine Maßnahme, über die man ernsthaft nachdenken sollte. Gerade auch da eher benachteiligte Kinder verlieren vor allem in den Sommerferien an Boden. 6 Wochen ohne Schule. Das könnte man durchaus verkürzen. Ich weiß, man macht sich leicht Feinde, wenn man solche Vorschläge macht, weil viele keine Lust haben, länger Schule zu machen. Aber ich denke, jetzt ist der Moment gekommen, ernsthaft über solche Dinge nachzudenken, weil die Schule zu intensivieren, das hat ja seine Grenzen, ohne die Tage zu verlängern. Herr Wambach, Herr Fratscher, Herr Felbermeier. Ja, ich fürchte, wir hüpfen ein wenig, aber weil wir eine aktuelle Studie dazu haben, dachte ich, bringe ich das Argument doch zum Thema Insolvenzen. Wir hatten uns also angeschaut, wie sind die Unternehmen hineingegangen in die Krise. Da hat man die Finanzdaten. Wie ist die wirtschaftliche Lage in jeweiligen Sektoren? Und was hätten wir erwartet an Insolvenzen? Und was sehen wir? Das können wir vergleichen. Da gibt es schon eine signifikante Insolvenzlücke. Und zwar nicht nur wegen der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, das ist auch schon gemerkt worden im Chat, sondern natürlich auch wegen der Hilfe und Kredite. Dafür sind sie auch zum Teil gemacht worden. Und wir kommen auf die Zahl, müssen wir mit Vorsicht genießen, aber die Zahl, auf die wir kommen, ist 25.000, ist die Lücke. Und wenn man sich überlegt, dass pro Jahr in den letzten Jahren, also nicht im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, 20.000 Unternehmen in die Insolvenz gehen, ist diese Lücke schon sehr signifikant. Wir reden also im Faktor 100%. Jetzt ist das auch nicht alles. Viele Unternehmen, die gehen auf den Markt, die machen die Tür zu und das Unternehmen ist vorbei sozusagen. Das ist, die gehen nicht alle durch die Insolvenz. Insofern ist das nur ein Indikator, aber sie ist signifikant. Und hinzu mit der Erwartung der Finanzmarktexperten, dass auf die Banken, denen geht es in 6 Monaten nicht besser als heute, kommt hier schon ein Problem auf uns zu. Ich glaube nicht eine Bank, die Banken sind viel besser aufgestellt, das Problem kommt auf uns zu. Was ist vielleicht die aus der Finanzmarktsicht die gute Nachricht? Diese Insolvenzlücke, das sind fast nur kleine Unternehmen, also alles Unternehmen unter 10 Mitarbeitern. Ja, bei den großen Unternehmen sehen wir diese Lücke nicht in diesem Format. Deswegen, dazu haben wir auch eine Frage, die Herr Wambach, die Sie vielleicht noch mitnehmen können, nämlich die, ob man nicht viel mehr auf die Frage von Arbeitsplätzen gucken muss, die durch Insolvenzen betroffen werden, als eben einfach nur auf die Zahl der Insolvenzen. Wir haben im letzten Jahr ja wirklich große Insolvenzen im Einzelhandel gehabt, wo eben Tausende von Arbeitsplätzen betroffen sind. Ja, also sagen wir so, ich glaube, man muss insgesamt auch man darf die Insolvenz auch nicht verteufeln. Ja? Also die Unternehmen, die hier in der Insolvenzlücke drin sind, sind auch schon mit Problemen in die Krise gegangen. Wir hatten ja 2019, gegen Ende 2019 bereits einen Abschwung und das ist auch die Ökonomen ein bisschen hart, aber ein reinigender Effekt dieser Krise, dass natürlich dann auch manche Unternehmen aus dem Markt austreten und neue dann auch die Chance haben, wieder in den Markt einzutreten. Ich gebe Ihnen recht, es ist die Arbeitsmarktgröße, die am Ende auch relevant ist. Vollbeschäftigung ist das Ziel. Clemens Fuß hat ja die Kurzarbeitszahlen genannt. Die sind stark zurückgegangen, aber stagnieren jetzt. Also da haben wir noch viel zu tun. Und die Insolvenzen, wie gesagt, das sind Unternehmen auch in Sektoren, wo Markteintritt sehr leicht möglich ist. Also wenn eine Gaststätte schließt, dann heißt es nicht, dass die für immer weg ist, sondern das heißt, dann kann es auch gut passieren, dass ein neuer Pächter kommt. In dem Sektor, das haben wir uns auch genauer angeschaut, sind ein großer Teil, also ein Drittel der Unternehmen auch erst in den letzten 5 Jahren neu entstanden. Ja, da ist sowieso sehr viel Bewegung, deswegen sollte man auch nicht jede Insolvenz verdammen. Ich glaube, aus Stabilitätsgründen ist die Frage, wie spiegeln sich diese im Bankensektor wieder? Ja, und ja. Da gibt es sozusagen, die sind, glaube ich, also wir wissen es von den Zahlen, viel besser aufgestellt als in der letzten Krise, sind darauf vorbereitet. Sind aber auch ein bisschen im Nebel, weil wir halt die Zahlen nicht haben, ne? Weil durch die verschiedene Insolvenzantragspflicht da auch eine gewisse Unsicherheit da ist. Vielen Dank. Herr Fratscher, Herr Felbermeier und dann Herr Grob, bitte. Ich würde gerne noch die Punkte von Achim Wambach und von Rhein Grob aufgreifen über Insolvenzen und Risiken im Finanzsystem. Und für mich ist die wichtige Frage auch, was es langfristig bedeutet. Denn wir wissen, dass die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft vor einem riesigen Strukturwandel steht in Bezug auf Klimaschutz, in Bezug auf alles, was Digitalisierung betrifft, auch im Bereich Innovation. Und wir sehen, dass viele Unternehmen, auch wenn sie überleben, also gar nicht unbedingt die Insolvenz fallen, sehr stark verschuldet sind, dass sie Rücklagen aufgebraucht haben, dass sie mit einer hohen Schuldenlast eben wichtige Investitionen in diesen Bereichen in den kommenden Jahren jetzt noch schwerer werden schultern können. Und meine große Sorge ist eben langfristig,
dass diese Pandemie vielen Unternehmen die Möglichkeit zumindest beschränkt, auf diese Herausforderungen einzugehen, auch im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Gabriel Felbermayr hat es angesprochen. Europa ist der wirtschaftliche Schwachpunkt in dieser Pandemie. Die anderen Regionen der Welt laufen deutlich besser, nicht nur Asien, sondern eben auch die USA. Und das bedeutet, global gesehen verlagert sich auch ein Teil der Wettbewerbsfähigkeit eben in diese Volkswirtschaften, die weniger stark betroffen sind, sich schneller erholen. Also hier ist für mich die große Frage, was kann auch getan werden, um eben die Verschuldung abzubauen und in Investitionen anzustoßen? Also und hätten Sie da auch, Herr Fratscher, hätten Sie da auch eine Antwort? Frau Schüssler fragt das nämlich auch und sie fragt, was eigentlich getan werden kann, damit Investitionen in Zukunftstechnologien und überhaupt eben auch in klimaneutrale Produktions- und Wirtschaftsmethoden eben erfolgen können. Naja, ich glaube, der wichtige Punkt, jetzt stelle ich wahrscheinlich ins Wespennest, ist die Frage, was wir an öffentlichen und privaten Investitionen in den kommenden Jahren brauchen. Und natürlich brauchen wir eine massive Offensive auch im öffentlichen Bereich, um eben private Investitionen anzustoßen, beispielsweise Infrastrukturen, digitale Infrastruktur, Energieinfrastruktur. Wir brauchen eine klare Regulierung, beispielsweise bei erneuerbaren Energien, bei CO2, um solche Investitionen anzustoßen. Und dann kommen wir ganz schnell in die Diskussion der Abwägung. Ist die schwarze Null, ist die Schuldenbremse wichtiger? Haben wir genug Spielraum, um öffentliche Investitionen zu tätigen, um diese Transformation zu gelingen? Und ich glaube, das ist die ganz schwierige Frage, denn ich befürchte, die deutsche Wirtschaft wird in den kommenden Jahren nicht aus der Krise rauswachsen, so wie das nach der globalen Finanzkrise ist, aus vielerlei Gründen, auch demografisch. Und ich glaube, die schwierige Frage ist wirklich eine Abwägung, wie können wir langfristig diesen Strukturwandel bewältigen, Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit bewahren. Und da würde ich eine sehr hohe Priorität auf öffentlich und private Investitionen legen. Vielen Dank. Herr Felbermayr, Sie hatten sich ohnehin gemeldet und wir haben eine Frage von, die sich sozusagen direkt an Sie richtet. Da geht es nämlich um die, Entschuldigung, jetzt ist sie mir davon. Es geht eben um die Frage, was von Herrn Bidens Konjunkturprogramm zu halten ist. So, jetzt erinnere ich mich auch sofort wieder. Vielleicht bewerten Sie das mit Ihrer ohnehin fälligen Wortmeldung zusammen. Ja, vielen Dank, Frau Weidenfeld. Das ist ein bisschen schwierig. Ich wollte noch zwei Sätze sagen zum Thema Unternehmensinsolvenzen. Achim Bambach hat natürlich recht. Insolvenzen haben auch eine produktive Rolle in einer dynamischen Volkswirtschaft zu spielen. Aber was in dieser Krise so problematisch ist, ist, dass ja nicht normale ökonomische Kräfte wirken und einzelne Unternehmen in die Insolvenz treiben und andere nicht, sondern dass der Staat behördlich bestimmte Branchen einfach abgeschaltet hat und nicht in der Lage war, in den letzten Monaten, es ist mittlerweile ja schon 12, sozusagen in einer vernünftigen Art und Weise die Schäden zu kompensieren. Nicht? Man rettet nicht die Unternehmer eigentlich, sondern man rettet ihre Fremdkapitalgeber. Nicht? Wenn die Vermieter von Immobilien, die Leasinggesellschaften, die Banken, die werden über die Fixkostenzuschüsse unterstützt, aber der Unternehmer mit seinem oder die Unternehmerin mit ihrem Eigenkapital nicht. Und das ist das Problem, das wir, glaube ich, jetzt aus der Krise heraus sehen werden. Wenn wir uns Investitionen wünschen, ich glaube, das tun wir alle hier, nicht? Wir brauchen Investitionen, damit das Wachstum wieder anziehen kann, dann werden in diesen Branchen, das sind Gott sei Dank nicht viele, aber in diesen stark betroffenen Branchen viele Unternehmen keinen Kredit kriegen von ihren Banken, weil das Eigenkapital aufgezehrt ist, nicht? Und da muss man schon sagen, hat die Politik nicht richtig gehandelt. Diese Kritik würde ich gerne hier formulieren. Wir haben die Falschen gerettet. Wir haben nicht den Unternehmern und Unternehmerinnen und ihren Familien geholfen, sondern wir haben ihren Fremdkapitalgebern geholfen. Aber Herr Felbermayr, wenn Sie das sagen, dann würde doch sowas wie ein Unternehmerlohn auch nicht diese Unternehmer jetzt befähigen zu investieren, sondern die bräuchten doch dann mehr. Also sie bräuchten auf der einen Seite eben Liquidität, um ihre Ausgaben zu bestreiten, auch für ihren privaten Lebenswandel und ihre privaten Lebenshaltungen, auf der anderen Seite aber eben ja Geld zu investieren. Es wäre natürlich schon mal gut, wenn es einen adäquaten Ersatz des entfallenen Unternehmerlohns gegeben hätte. Das wäre der erste Punkt. Wir haben in Kiel ja vorgeschlagen, dass man so etwas bräuchte wie eine Teilkompensation der wegbrechenden Betriebsergebnisse. Ja, niemand redet davon, sozusagen das alles zu ersetzen, aber zumindest in Teilen. Jetzt sozusagen retten wir nicht nur die Falschen im Sinne von Immobiliengebern oder Kreditgebern und nicht die Unternehmer, sondern wenn wir über die Unternehmer reden, auch die, die schon vor der Krise
keine Gewinne gemacht haben, die also gar nicht über funktionsfähige Geschäftsmodelle verfügen. Das geht alles nicht ein in die sozusagen Berechnung der Hilfspakete. Die orientieren sich an den fixen Kosten. Oder ja, aber da wäre es doch auch nicht für uns, wenn man die retten würde, Herr Felbermayr, oder? Also nein, das absolut, absolut. Drum wäre es ja gut, sozusagen auf Ergebniszahlen zu schauen, auf Ergebniskennziffern, sodass jemand, der vor der Krise gut gewirtschaftet hat, auch eine höhere Kompensation bekommt als jemand, der das nicht getan hat und das nicht an Größen wie an den Fixkosten oder am Umsatz ausrichten, die nichts über die sozusagen langfristige Viabilität eines Geschäftes aussagt. Nicht? Das ist den Punkt, wollte ich nochmal machen, dass das hat auch zu tun mit der Insolvenzfrage. Wir haben nichts dagegen, dass es immer sozusagen Unternehmen gibt, die aufhören und neue, die beginnen. Das gehört zu einer dynamischen Marktwirtschaft dazu. Aber es ist ein Problem, wenn es aufgrund staatlicher Anordnung passiert, dass Unternehmen Insolvenz gehen, weil ihr Eigenkapital wegbricht und sie dann nicht durchstarten können nach der Krise. Das ist was anderes. Aber noch zu der Biden-Frage. Das ist ganz kurz, bitte, weil ja, Herr Kopp wartet schon, der muss auch noch unbedingt drankommen. Genau, also ganz kurz. Es wäre ein gewaltiges Konjunkturprogramm, wenn es so kommt, wie es jetzt aussieht, und hätte massive Effekte auch auf Deutschland. Das würde sicherlich unseren Export beflügeln. Es würde auch auf den Weltmärkten für Preissteigerungen sorgen und Inflation, Überhitzungstendenzen, die es möglicherweise geben könnte in den USA, die auf den Finanzmärkten auch erwartet werden, wenn Sie sich die Umlaufrenditen von Staatsanleihen ansehen, die würden dann auch zurückwirken auf Deutschland. Also handelbare Güter würden teurer werden und dieser große Boom, der da in den USA entsteht, der könnte auch bei uns ein bisschen preistreibend wirken. Und könnte dann möglicherweise, Herr Grob, auch die Zinsen für Staatsanleihen nach oben treiben? Tut das schon. Die stehen für Staatsanleihen, jedenfalls in den USA, sind schon deutlich gestiegen. In Europa noch nicht, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das langfristig so bleiben wird. Ich wollte ein paar Punkte machen. Erstens nochmal zu dieser Insolvenzfrage. Interessant vielleicht an den Insolvenzzahlen ist, dass obwohl die Anzahl der Unternehmen, die Insolvenz anmeldet, historisch niedrig ist, ist die Anzahl der Beschäftigten, die davon betroffen sind, nicht historisch niedrig. Also es sind tendenziell tatsächlich erstaunlicherweise sogar größere Unternehmen. Also in den Februarzahlen sind wir bei den betroffenen Beschäftigten durchaus deutlich über den Vorjahreszahlen, also vor den 2020-Zahlen, die ja noch nicht von der Corona-Krise beeinflusst waren. Insofern sind jetzt diese Insolvenzzahlen nicht ganz so harmlos, wie wir es jetzt vielleicht gern hätten. Also es sind schon viele Leute betroffen. Der zweite Punkt ist dieser Strukturwandel. Und da bin ich völlig bei Herrn Felbermayr, dass dieser Strukturwandel, der jetzt da irgendwie passiert, durch diese Corona-Krise vielleicht nicht ist der Strukturwandel, den wir so in schumpeterscher Tradition im Auge haben. Also es ist nicht so, dass hier jetzt starke und produktive Unternehmen nicht so produktive Unternehmen verdrängen, sondern es ist, glaube ich, ein anderer Prozess, der uns jetzt nicht unbedingt eine effizientere und produktivere Wirtschaft bescheren wird. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, dass die Hilfen disproportional irgendwelche Zombie-Unternehmen kreieren. Ich glaube das nicht und dafür haben wir auch nicht so viel Evidenz. Aber trotzdem, glaube ich, hält die Corona-Krise den Strukturwandel, den wir sonst gesehen hätten, eher auf, als dass er ihn befördert. Und das kann durchaus langfristige Konsequenzen für die Produktivität und für das Wirtschaftswachstum haben. Und insofern sind diese Hilfen insofern tatsächlich möglicherweise tatsächlich teuer im Sinne von Anpassungsprozesse in der Wirtschaft. Und Schmidt, stimmen Sie dazu? Herr Schmidt? An der Stelle aufgreifen und nicht nur meine Hand senken, sondern auch meine Stummschaltung aufheben, sorry. Herr Fratscher hat einen wichtigen Punkt angesprochen, öffentliche Investitionen sind wichtig. Ein anderer Punkt, den Herr Grob, glaube ich, schon und Herr Wambach, Herr Felbermayr in unterschiedlicher Form angesprochen haben, ist die Attraktivität für unternehmerisches Handeln. Also wie kommt das Neue in die Welt? Das müssen wir uns ja fragen. Es muss ja die richtigen Anreize dafür geben, dass Menschen Risiken eingehen, dass sie ihr Eigenkapital auch einsetzen und dafür sorgen, dass ein Prosperitätswachstum überhaupt erst entstehen kann. Das hat viele Facetten. Das ist eine Diskussion, die haben wir im Grunde genommen auch schon vor der Corona-Pandemie geführt, weil die Produktivitätszuwächse der vergangenen Jahre einfach auch nicht so besonders gut waren. Und man sich schon gefragt hat, wie können wir unseren Produktivitätswachstumspfad eigentlich wieder ein bisschen steiler machen. Da gehören viele Dinge dazu, wie die Frage, wie attraktiv ist es im Hinblick auf das Steuersystem, unternehmerisch tätig zu sein, wie viele
gut ausgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finde ich vor Ort vor? Wie schlank sind die staatlichen Prozesse? Stichwort Digitalisierung staatlichen Handelns wurde bereits genannt. Also hier gibt es viel zu tun, vor allem eine Grundsatzdiskussion zu führen. Wie viel Steuerungsfähigkeit hat der Staat eigentlich? Frau Schüssler hat ja die Frage gestellt, wo soll Deutschland investieren? Irgendwo auf einer übergreifenden Ebene kann man sich schon vorstellen, klar, die Verbindung von Digitalisierung und Biotechnologie, da sind Wachstumsfelder, Dinge, die mit erneuerbaren Ressourcen zu tun haben, mit Nachhaltigkeitsförderung, sind vermutlich auf den Weltmärkten irgendwann mal attraktiv. Nur die Frage ist, die einzelne Entscheidung, wo genau reinzugehen, kann das wirklich eine staatlich gelenkte Industriepolitik machen? Ich bin da vorher und ich bin jetzt auch noch skeptisch, war vorher skeptisch, bin jetzt auch noch skeptisch. Ich denke, hier muss man dem individuellen, dezentralen Wissen möglichst viel Raum geben. Und das geht nur mit einem starken Bekenntnis auch zu marktwirtschaftlicher Grundordnung. Herr Fuß, vielleicht mögen Sie da gleich anknüpfen und auch nochmal die Frage mit beantworten. Ist es denn Aufgabe des Staates, da dann nach Corona weiter zu lenken und weiter aktiv zu bleiben? Oder überlässt man das irgendwann wieder den Unternehmen? Und da sind ja die Erfahrungen der Vor-Corona-Zeit jetzt nicht so richtig berückend, jedenfalls was den Standort Deutschland betrifft. Die Unternehmen haben in den letzten Jahren in Deutschland weniger investiert, als sie hätten tun können und sollen. Ja, vielen Dank. Doch mal kurz zur Diskussion gerade. Es ist richtig, dass in der Krise viele Unternehmen sehr betroffen sind, die eigentlich nichts dafür können. Und wir haben hier in der Tat nicht den normalen Strukturwandel. Auf der anderen Seite sehen wir aber schon klar in den Daten, die Unternehmen, die jetzt Probleme haben, die keine Kredite kriegen, die auf stark Kurzarbeit beanspruchen, das sind signifikant die Unternehmen, denen es auch vorher schon schlecht ging. Die haben in der Krise größere Probleme bekommen. Also es ist durchaus so, dass hier schon auch der normale Strukturwandel beschleunigt wird. Ich stimme zu, das ist nicht das Ganze, sondern wir haben hier diesen verzerrenden Effekt der staatlichen Maßnahmen. Aber nochmal zur Lenkungsfrage, die Sie ansprechen, Frau Weidenfeld. In der Tat, ich glaube, das ist ganz wichtig, was wir auf diesem Gebiet machen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht einsteigen in eine sehr direkte Industrielenkung in der Art, wir bauen jetzt mal eine Batteriefabrik in Europa, weil wir das so schön finden mit staatlichen Mitteln, oder wir machen jetzt mal Cloud. Das ist ein gutes Beispiel. Ne? Das ist ein Lieblingsprojekt der Politik. Es gibt große, unter Fachleuten, wie ich mir kürzlich anhören konnte, große Skepsis, ob das sinnvoll ist, eine eigene Cloud hier aufzubauen. Was viel wichtiger ist, ist, dass der Staat sich wirklich ernsthaft um öffentliche Investitionen kümmert. Herr Fratscher hat es angesprochen, um digitale Infrastruktur, auch um Rahmenbedingungen, die berechenbar sind. Warum gehen viele Unternehmen weg, wie Sie sagen, Frau Weidenfeld? Unter anderem deshalb, weil große Unsicherheit zum Beispiel über den Energiepreis besteht. Viele Zukunftssektoren sind energieintensiv und wir brauchen einen verlässlichen Rahmen für die Entwicklung der Energiepreise, für die Energieversorgung. Und das ist derzeit überhaupt nicht vorhanden. Also die Klimapolitik, die Energiepolitik so zu gestalten, dass sie berechenbar ist und dass es wettbewerbsfähig bleibt, in Europa zu produzieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Standortbedingungen. Was überhaupt nicht wichtig ist, das sind so kleine Projekte. Ja, wir bauen jetzt hier eine staatlich geförderte Batteriefabrik. Die Rahmenbedingungen sind wirklich wichtiger. Herr Fratscher, dazu müssen Sie zwei Sätze sagen. Gerne. Ich stimme Clemens Fuß zu. Also ich glaube, es geht um eine kluge Kombination. Und auch Christoph Schmidt hat es gesagt, wir dürfen die Marktwirtschaft nicht schädigen. Wir wissen, Innovation und Wettbewerb sind letztlich extrem wichtig, um Produktivität zu schaffen, um Wettbewerbsfähigkeit im globalen Wettbewerb sicherzustellen. Ich glaube schon, dass wir nicht nur eine deutsche, sondern eigentlich eine europäische Industriepolitik brauchen. Und für mich ist Betonung auf Europa wichtig. Denn wenn man sich die wichtigen Zukunftsfelder anschaut, in vielen Informationskommunikationstechnologien, in vielen Plattformen, digitalen Plattformen, sind europäische Unternehmen entweder nicht präsent oder nicht wirklich wettbewerbsfähig mit denen in Asien, China, Südkorea oder in den USA. Und dafür brauchen wir erst einmal einen Binnenmarkt, Stärkung des Binnenmarkts. Also das sind die Punkte von Clemens Fuß, Rahmenbedingungen, die richtigen Anreize setzen. Aber ich sehe schon die Notwendigkeit auch für die Politik,
gewisse Risiken, gewisse Schwerpunkte zu setzen, zu sagen, wo können wir mit öffentlichen Investitionen, in Innovationen, in neue Ideen wirklich auch einen Impuls für private Investitionen setzen. Also klar, ich glaube, bei der Regulierung, Rahmenbedingungen ist alles richtig, aber dieses Interspiel oder Interplay zwischen privaten und öffentlichen Investitionen ist extrem wichtig. Und ich glaube, die letzten 20, 25 Jahre haben gezeigt, dass wenn die Politik sagt, wir setzen uns zurück und hoffen, dass die Unternehmen in diesen neuen Zukunftsfeldern globale Champions werden, dann werden wir in Europa nicht ans Ziel kommen. Deshalb glaube ich schon, dass wir zumindest punktuell eine aktive Industriepolitik brauchen. Aber das ist kein Widerspruch für mich zu starken Rahmenbedingungen und europäischen Rahmenbedingungen, die wir dafür unbedingt brauchen. Vielen Dank. Ja, meine Herren, wir sind sozusagen am Ende unserer Diskussion. Ich hätte jetzt aber gerne noch in einer ganz, ganz, ganz kurzen Schlussrunde von jedem von Ihnen gewusst, was Sie denken, was das wichtigste wirtschaftswissenschaftliche Forschungsfeld ist, um die Corona-Krise dann auch langfristig gut zu bewältigen. Also was ist das, wo Sie in Ihrem Institut jetzt investieren und investieren müssen, um dann irgendwann, wie Herr Schmidt am Anfang gesagt hat, auf die nächste Pandemie oder die nächste große Herausforderung besser vorbereitet zu sein. Vielleicht fangen wir an mit Herrn Felbermayr. Tja, es hatte ich nicht viel Zeit, mir was Kluges zu überlegen. Aber wir haben am Institut. Kriegen dafür einen Krieg. Wir haben am Institut ja schon klare Vorstellungen. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, die zentral sind. Das erste ist, es wurde auch schon angesprochen, wo kommt das Produktivitätswachstum der Zukunft her? Wir machen Mittelfristprognose und sehen, dass wir 2025 nur mehr 0,6 Prozentpunkte Potenzialwachstum haben. Das ist zu wenig für die Herausforderungen, die wir haben. Das heißt, wir brauchen eine Mischung, das wurde schon diskutiert, an Maßnahmen, um hier aktiv zu sein. Das zweite Thema, das zentral ist, ist das Thema der Resilienz. Das ist auch ein Vokabel, das ein bisschen überstrapaziert wird, aber die Frage ist, wie gehen wir in Krisen um? Ich glaube, wir haben viele Defizite jetzt erlebt. Und die Frage ist, wie können wir das bei der nächsten Großkrise besser machen? Die nächste Krise wird keine Pandemie sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird irgendetwas anderes sein, das wir nicht vorhersehen können. Das ist die Natur von schwarzen Schwänen. Aber Resilienz, sehr allgemein definiert, zum Beispiel, wie können wir Unternehmenshilfen strukturieren, sodass das beim nächsten Mal besser funktioniert? Herr Felbermayr, wir müssen viel, viel schneller werden. Das ist auch eine Lehre aus nicht der Krise, sondern aus den digitalen Formaten. Herr Grob. Haben Sie mich außerhalb der Reihe, ich bin gar nicht vorbereitet. Aber ich würde auch sagen, wie Herr Felbermayr, dass ich denke, die Themen der Forschung haben sich am Ende nicht wirklich geändert. Also wir sind weiterhin daran interessiert, uns über Produktivitätswachstum Gedanken zu machen. Ich glaube, das ist einer der wichtigen Wohlstandsfaktoren, die wir haben, die wir verstehen müssen. Und da sind natürlich die Auswirkungen der Pandemie auf Bildung zum Beispiel, was wir wissen, einer der wichtigsten Faktoren ist, um Produktivitätswachstum, langfristiges Wachstum, Pro-Kopf-Einkommen vorherzusagen. Diese Auswirkungen müssen wir verstehen und dann müssen wir sehen, ob wir da irgendwie gegensteuern können. Und ganz ähnlich müssen wir verstehen, inwieweit jetzt die Corona-Geschichte zu einer größeren Fehlallokation von Ressourcen geführt hat oder tatsächlich einen Strukturwandel befördert hat, der nützlich ist, um zukünftiges Produktivitätswachstum zu erzeugen. Dankeschön. Und die Antworten auf die beiden Fragen, glaube ich, sind sehr wichtig. Herr Wammer. Genau, wir sind eigentlich auch mit den Bereichen Innovation und Digitalisierung ganz gut aufgestellt, weil das hat die Krise gezeigt, dass wir da hinterherlaufen. Das sagen wir schon seit 10 Jahren, aber jetzt tut es richtig weh. Also ich glaube, das werden wir als Reminder nehmen, die Schmerzen, die wir haben. Und wir bauen neu auf Gesundheitsmärkte. Wir sind seit 3 Jahren dran. Mich ärgert es auch, dass wir nicht vorher begonnen haben oder dass die Krise nicht 2 Jahre später kommt. Und dann wären wir auch besser vorbereitet gewesen. Wunderbar, Herr Wammer. Bei der nächsten Krise sind Sie besser vorbereitet. Wir müssen jetzt ganz schnell, Herr Kleiner taucht schon auf. Und ich würde doch gerne noch einen Satz jeweils von Herrn Schmidt, Herrn Fratscher und Herrn Fuß hören. Kriegen wir den noch, Herr Kleiner? Okay, also Herr Schmidt, ein Satz bitte, wenn es geht. Ich glaube, eine große Aufgabe für die westlichen Volkswirtschaften wird sein, die Prosperität, die globale Prosperität und ihre Verantwortung dafür wahrzunehmen. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund haben wir ab dem 1. Januar dieses Jahres ein neues Format der Zusammenarbeit mit den Universitäten hier in der Region aufgebaut, nämlich ein Economic Policy Lab, Klimawandel, Entwicklung, Migration, indem wir über verschiedenste Facetten dieser globalen Prosperität forschen werden. Dankeschön. Herr Fratscher.
Wichtigste oder für uns Wirtschaftswissenschaftler würde ich sagen, dass wir über unseren Tellerrand hinausschauen müssen, viel interdisziplinärer arbeiten müssen mit der Frage, wie wir den Gesellschaftsvertrag, die soziale Marktwirtschaft wieder zum Funktionieren bekommen. Und dazu gehört das Thema, wie adressieren wir die soziale Polarisierung und wie stärken wir Solidarität? Dankeschön, Herr Fuß. Ja, zwei Lehren aus der Krise. Erstens Realtime-Daten. Wir verstehen nicht gut, wo die Wirtschaft heute steht. Und das ist in Krisen wichtig. Da müssen wir besser werden. Da geht es auch um Unternehmensdaten. Wichtiges Forschungsfeld, Agilität der öffentlichen Verwaltung und des Staates. Also wie kriegen wir einen Staat, der auch handlungsfähig ist? Denn unser Staat, das sehen wir, ist nicht hinreichend handlungsfähig in dieser Krise. Ja, vielen Dank, meine Herren, für diese Diskussion, für die Fragen, für Ihre Fragen, die Sie uns gestellt haben. Herr Kleiner, wir haben es jetzt sozusagen das Programm, das Forschungsprogramm der Zukunft oder der nächsten Jahre auch gleich noch mitformuliert. Es geht um Produktivität, es geht um die Produktivität auch des öffentlichen Sektors, es geht um Bildung, Prosperität und Resilienz. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Weidenfeld. Wer könnte Ihrer Zusammenfassung nicht zustimmen? Ich habe diese Debatte mit großem Interesse verfolgt. Ganz herzlichen Dank dafür, liebe Kollegen. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Ich nehme das Wort von der Crème de la Crème nicht zurück, möchte es aber zu Recht kritisiert einschränken auf die eine Hälfte des Himmels. Ganz herzlichen Dank für diese Debatte. Meine Damen und Herren, nach dieser ja so anregenden Diskussion freue ich mich, Sie schon heute auf unsere nächste Veranstaltung hinzuweisen. Am 13. April nämlich wird es zu dem Thema Green Investment, Klimaschutz mit umweltfreundlichen Investitionen, Fragezeichen, gehen. Für das Gespräch haben uns Sabine Mauderer, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung in der Leibniz-Gemeinschaft und Jan-Peter Kranen, Direktor des neuen Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung, SAFE, Ihr Kommen zugesagt. Ich bin ganz gespannt. Ich habe selbst ein bisschen in nachhaltigen Dingen investiert und gucke mal, ob ich hier kritisiert werde oder nicht. Liebe Frau Weidenfeld, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch an den Bildschirmen, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Und passen Sie auf sich auf und bleiben Sie Ihrer, unserer Leibniz-Gemeinschaft gewogen. Dankeschön.